zur sechsten Folge des Motorsportmanagers. Wir befinden uns im sechsten Rennen oder beziehungsweise am sechsten Rennwochenende in München und wir sind auch schon dort. Wir wählen natürlich wie immer 16 oder besser für unseren Sponsor. Reifen dürfen wir auch wählen. Ist natürlich sinnvoll. Wie immer 5 von einer Art. Dann können wir uns alles Teile sind schon eingebaut, alles selber zuweisen. Das überspringen wir jetzt mal mit München. Schöne Strecke, muss ich sagen. Lange, schnelle Kurven. So, ein Trainingstag. Eigentlich war die Wettervorhersage schlecht. Wir fahren natürlich wieder mit unseren zwei Fahren. Reifen mal, lassen wir mal. Der will mit hart fahren. Kriegt auch erstmal die Weichen. Und dann will er mehr Abtrieb haben. Und 27. Wie schaut es denn? Ja, bestätigen. Wie schaut es denn bei dem hier aus? Der kriegt vielleicht auch noch ein bisschen mehr Abtrieb. Und dann gucken wir mal. So, los zum Training. Stintlänge, Renndrim 8 Runden, ebenfalls Renndrim 8 Runden und dann mal los. Wir folgen mal unserem Rekord. Es sind schon lange Passagen mit dabei. Betrieb ist richtig. Das sind jetzt natürlich welche auf der Outlap, das hält meine Fahrer auf. Ah, schöne Schikane. Kurz mal auf 1 und 2 meine Fahrer. Aerodynamik haut nicht hin. Bei Woodford sagt er. Kürzere Übersetzung. Gut, deshalb haben wir auch nur einen 8-Runden-Stint ausgewählt. Und geben jetzt mal noch ein bisschen hier Vollgas. Einfach um zu gucken, wie das dann am Ende ausgeht. Frösche unterwegs, vielleicht hört ihr das. Hört so ein Quaken im Hintergrund. So, jetzt erste wirklich schnelle Runde. Was macht Vidal? Er bleibt
Er verbessert seine Zeit, aber bleibt auf dem Platz. Ich möchte natürlich von euch immer noch wissen, gefällt euch das Let's Play? Und wollt ihr, dass ich das weiterhin spiele? So, nach dieser Runde holen wir alle rein, beziehungsweise ist schon die Inlet. Ich würde sie gern nochmal fahren lassen. Ja, ich würde gern noch einen zweiten Stint fahren. Getriebe ein bisschen runter. So, würde ich sagen. Dann lassen wir ihn noch mal 8 Runden fahren. Vielleicht mit dem Medium-Satz. Auch er kriegt ein Medium. Stint 8 Runden. So, also Geschwindigkeit schlecht. Da können wir was machen. Abtrieb ist ihm auch nicht recht. So, dann versucht dein Glück nochmal. Wir gucken mal, ob das jetzt besser ist. Strategie auf Gas geben. Und hoffen, dass das Geschwindigkeitsklasse, Konfigurationen. So langsam finde ich mich da rein, was ich wo organisieren muss. Gleich eine erste persönliche Bestzeit fahren beide im ersten Sektor. Vidal im zweiten nicht. Woodford fährt im zweiten auch eine persönliche Bestzeit. Und Vidal wieder in dem letzten Sektor. Bleibt auf 5. Fahrverhalten fantastisch. So, jetzt hoffe ich mal, dass die am Ende noch mal einen rauslassen. Kommen, glaube ich, beide noch mal über Stadtziel. Ja, Vidal darf noch eine Runde. Woodford hat es nicht mehr geschafft. Komm, jetzt noch mal ein bisschen Gas geben. Und Vidal hat es auch nicht mehr geschafft. Aber beide auf 5-6 wieder im Training. Ich bin Trainingsweltmeister, ich habe es schon mal erwähnt. Dann hoffe ich mal, dass es im Qualifying ähnlich wird. Dann hätte ich dann nicht die, sondern die. Geschwindigkeitsbalance passt ihm nicht ganz. Dann gehen wir hier noch ein bisschen runter. Abtrieb hätte eigentlich auch gern noch ein bisschen mehr.
Reifenwahl. Genau, mit den gelben. Er hier hätte wahrscheinlich auch noch gern ein bisschen mehr Abtrieb. Und ein bisschen mehr Geschwindigkeit könnte ich mir vorstellen. Beschleunigung. So. Dann gucken wir doch mal, ob das so passt. Wenn nicht, können wir immer wieder zurückgehen. Immer das Bangen, ob wir die Sponsorenmarke erreichen. Setz mal eine Zeit von 1:30. Da ist noch Luft zurück, Luft nach oben. Und zwar einiges an Luft. Ja, wir waren halt früh wieder auf der Piste. Das heißt, Abtrieb war vorhin besser. Aber ich gebe ihm noch ein bisschen. Ich schicke ihn nochmal mit dem gleichen Reifen raus. Der hier ist jetzt sehr zufrieden. Dann lassen wir das auch so. Auch gleiche Reifen. Mit Volldampf. Weil die müssen noch ein bisschen was aufholen. Vielleicht muss ich auch mit der Luftstromoptimierung am Anfang ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin mal gespannt, wo wir landen. Hoffentlich ein bisschen mal davon. Also es wird nichts. Wir bleiben wohl hinten. Warum das allerdings so ist, kann ich euch gar nicht sagen. Ich bin etwas enttäuscht von der Sache. Sekunden. Vielleicht klappt's. Aber dann müsste schon wirklich alles gut laufen. Ich glaub's nämlich nicht. Die Bestzeit ist 1:28. 4 Sekunden, dann müsste Vidal jetzt 1:26 fahren.
Für Woodford könnte es reichen. Nee, sieht nicht so aus. Nein. Das war ein Schuss im Ofen. Also da haben wir zwei Sätze Reifen einfach vergeigt. Okay. Woodford ist sogar noch zurückgefallen. Was machen wir nur? Wettervorhersage. Okay. Konfiguration ist eigentlich gut. Er kriegt noch ein bisschen mehr Abtrieb. Und wir setzen beide auf die harten Knäuel. Und dann hoffen wir mal, dass es passt. Am Anfang muss es hoch sein, ja. Und dann starten wir einfach mal das Rennen. Wir starten von ziemlich weit hinten. Mal wieder. Das lassen wir jetzt mal ein paar Runden so laufen. Und wir könnten auch mal ein bisschen beschleunigen. Ich denke, bis eine Runde könnten wir eigentlich so laufen lassen. Also bis wir beim Spritverbrauch bei minus 1 sind. Woodford scheint ein bisschen schneller zu sein. Vidal ist gut drauf. Sind beide gut drauf, muss ich sagen. 11 und 12 im Synchronflug und das mit den harten Reifen. Schießt euch bloß nicht gegenseitig an. Bitte, bitte, bitte. So, aber wir müssen jetzt eigentlich die Reifen schonen, damit wir mit zwei Sätzen bis zum Ende kommen. Nur noch 27 Runden. Benzingemisch lassen wir noch ein bisschen oben. 0,5 können wir auf jeden Fall machen, minus 0,5. Aber unsere Reifen müssen auf jeden Fall länger halten, wie die der Konkurrenz. Dass wir am Ende vorkommen. Und es sieht im Moment auch gut aus. Und 65% Reifen haben wir. Ein paar Runden bleiben auch noch auf dem Benzingemisch.
Surikov ist schon ausgeschieden, der hat einen Unfall gebaut. Na, wenn sie das Tempo gehen können, meine Leute, dann bin ich ziemlich zufrieden. Vasquez kommt ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie wir in die Box. Ist der 13. Die 14. muss vorher sowieso noch mal in die Box. Es läuft im Moment alles gut. Ich muss halt jetzt mit dem Benzin runtergehen. Damit es bis zum Ende reicht. Vettel kann sich einen Vorsprung rausfahren. Ja, die gehen schon alle zum Wechseln. Ja, da ist einer zwischendrin jetzt. Das ist gut. Weil der kann die vielleicht ein bisschen aufhalten hinter Vettel. Wir sind leider noch nicht über die Halbzeit. Vettel fährt vor auf 6, Woodford auf 8. Durch Boxenstops natürlich, ja, muss man dazu sagen. Sie halten noch gut mit. Jetzt fängt langsam dann an, der Pneu abzubauen. Du fährst gute Rundenzeit. Aber der soll ein bisschen die Leute aufhalten. Damit ich, wenn ich mit Vettel an die Box gehe, dass ich da ein größeres Fenster habe. Zustand ist alles gut. Nur Reifenwechsel können wir schnell machen. Der kommt als nächstes. Flügel sind halt wieder so schlecht. Und wieder kommt raus als 16. Und sollte nicht mehr stoppen.
Rückfahrt geht auch nicht mehr in die Box. Von dem her sieht es gut aus diesmal für uns. Bin ich wirklich der Überzeugung. Wenn die Reifen halten, dann ist alles gut. Die Vorpedale müssen gleich wieder in die Box, dadurch rutschen wir nach vorne. Vasquez war eine Runde später, wie wir an der Box. Vidal auf 12. Wetter gucken. Bleibt weiterhin schön. Wäre doch mal schön, wenn wir ein bisschen weiter vorne ins Ziel können. 12 Runden noch. Rückfahrt auf 18, Vidal auf 12. Bei Vidal denke ich immer ein bisschen ans Fußball. Kennt er ja wahrscheinlich Arturo Vidal. Immer bei Bayer Leverkusen gespielt. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. War glaube ich zwischenzeitlich auch bei Bayern München. So, oh. Nach 10 Runden. Hoffentlich geht sich das aus dieses Mal. Ein bisschen hochgehen bei beiden. Vidal auf 10, das wären unsere ersten Punkte. Wenn die Reifen halten, 8 Runden. Und von vorne müssen noch ein paar in die Box. Ach, 7 Runden. Vidal auf 9. Natürlich kommen die 10 hinten schon wieder angefahren. Und langsam geht es in die heiße Phase. Einer muss vorne noch stoppen. 2, 3. 3 müssen wahrscheinlich noch stoppen vorne. Ein Platz könnte man noch gewinnen. Rückfahrt kommt auch noch mal vor. Ja, der wird seinen Platz wahrscheinlich wieder verlieren. Also 6 Runden haben wir noch. Benzin, 5 müssen wir noch fahren. So, Vidal auf 8. Fahr weiter, fahr weiter. Es reicht nicht mehr, die 2 da vorne zu cashen. Doch, doch, Vidal auf 6. Woodford auf 16. Das wird interessant.
Wir müssen jetzt natürlich wieder mit dem Benzingemisch ein bisschen runter. Was ist das für ein spannendes Rennen? Vielleicht muss vorne Sharp auch nochmal zur Box. Woodford auf 14. Vidal hat 5,5 Sekunden Vorsprung vor dem Siebtplatzierten. Woodford muss sich breit machen. Ja, der hängt voll im Pult drin. Die 15 ist bald raus. Die wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wir bleiben vorne bei Vidal, der immer noch hervorragend auf dem 6. Platz ist. Und keine neuen Reifen, es sind noch 2 Runden. Nein, du kriegst auch keine neuen Reifen mehr. Du bist auf 16. Du darfst nur ein bisschen mehr Benzin verbrauchen. Und Vidal, wo bist du? Du hast Luft nach hinten. Hammer hat. Oliveira, wo ist er? Er fährt jetzt über die Ziellinie. Rennen ist beendet. Vidal kommt. Hat noch ein paar Kurven vor sich. Letzte Gerade und noch 2 Rechtskurven. Und beendet als 6. das Rennen. Woodford wird durchgereicht. Schade. Woodford als 19. Aber was für ein Rennen von Vidal. Was für ein Rennen. Hammerhart. Einmal ist die... Ah, guck dir das an. Der fährt mit 2 Sätzen das Rennen durch. Oliveira vorne auch. Mit Medium fährt er 15 Runden. Interessant. Bei Woodford hat es nicht ganz so hingehauen. Aber ich bin trotzdem mehr als zufrieden. Also was war da los? Wir sehen hier Woodford, Vidal auf 11 Plätze nach vorn. Okay, die hatten falsche Teile am Auto. Ja, Woodford hat es leider nicht geschafft, aber Vidal holt unsere ersten Punkte und zwar gleich 8 Stück. Und rutscht damit auch in der Platzierung auf 15 vor. Was heißt das für die Fahrerwertung? Wir sind nie, für die Mannschaftswertung, für die Teamwertung sind wir nicht mehr auf dem letzten Platz. Wir haben Thornton Motorsport überholt. Na, das ist doch mal. Hallo, was ist denn da passiert? Ja, aber wie ich mich freue. Ja, Go Team, danke. Hat sie mir sicher sehr erhofft, aber nie alles verloren. Wer weiß, was im Rennen passiert, ja. Ja, da hat jemand wohl die falsche Ahnung. Motor Racing Magazine. Informier dich nochmal gescheit und guck auch mal auf die Platzierung von heute. Ja. Ja, hervorragende Platzierung im 6. Rennen und das sogar noch im Heim-Grand Prix von unserem Team. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Alle durchweg positiv. Und wir kriegen 1,185 Millionen auf unser Konto. Ja, das hätte wohl keiner gedacht, ha? Aber so ist es. Und jetzt wird es noch besser. Wir haben nämlich einen neuen Motor. Ja, und da machen wir nämlich gleich weiter.
Diese Sachen konfigurieren wir. Einmal Zuverlässigkeit, weil die hier minus 10% kriegt, und die Höchstgeschwindigkeit. Und dieses Teil bauen wir jetzt. Wie lange baust du das? 13 Tage. Da muss ich gerade mal gucken, wann der nächste Grand Prix ist. Ja, das reicht. Ja, das heißt, den aktuellen Motor, den kriegt Woodford. Ja, ein geringes Regelrisiko. Also, ja. Ja, Reparaturen. Haben Sie ein paar Fragen zu beantworten? Ja, natürlich. Sie mussten am Motor von Woodford eigentlich hastige Reparaturen übernehmen. Das ist ein Zeichen, dass Sie sich nicht ausreichend um die Zuverlässigkeit Ihrer Teile kümmern. Ja. Genau, so ist es. Wir müssen weiter investieren. Unser Motor ist neu. Den haben wir auch schon eingebaut. Dann müssen wir, warte mal, hier die Teile verbessern. Die sind alle beschäftigt. Ich bin zufrieden von der heutigen Folge. Motorsport Manager und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch auch so gefallen hat und ihr es so spannend fandet wie ich, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Da ist irgendwie ein Minus. Schreibt es einfach in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.